herzlich willkommen bei Tizi Schubech und ja, Leute, ihr seht, es fehlt heute einer. Timo? Ja, Jungs, ihr habt's gesehen, der arme Timo, geht's nicht ganz so gut, ja, der Arme. Deswegen ist er heute daheim geblieben, weil wir wollten ja auch mal ein paar Siege hier auf dem Kanal sehen. Und deswegen habe ich mir noch einen eingeladen, nämlich den guten Steini. Was geht ab, Steini? Ja, deswegen hast du mich eingeladen, weil ihr ein paar Siege auf dem Kanal braucht. Herzlich willkommen. Ja gut, eigentlich wollte ich jetzt nicht gegen dich schießen, ich wollte eigentlich gegen Timo schießen, ja? Ja, habe ich verstanden. Ich sag's mal so, wir haben, glaube ich, noch nie eine SBB aufgenommen. Sehr lange her. Also SBB unter dem Namen, glaube ich, sowieso nicht. Das konnte der Showdown auch, glaube ich, schon nicht. Da stand die Mauer, glaube ich, noch. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben noch nie einen aufgenommen. Ja gut, Jungs, wir haben beim guten Steini natürlich auch eine Folge aufgenommen. Ja, und da gibt's auch so eine kleine Ankündigung. Also guckt die auf jeden Fall mal definitiv an. Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung. Und wir spielen heute mit dem guten Batshuayi. Ja, der gute Mann hat hier eine Inform bekommen nach seinem starken Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr das feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mal gute Besserung Timo hier unten rein. Und ja, Steini, gibt's noch irgendwas oder können wir loslegen? Wir können Knallgas machen. Formationstechnisch, wie gesagt, konnten wir uns jeder selber aussuchen, weil Originalformat, genau. Dies, das, Probleme, ihr wisst Bescheid. Okay, Jungs, dann ja, kommen wir jetzt bei uns, gesagt, bei mir hier zu den beiden ZOMs, bei Steini zum ST und ZOM. Mhm. Dann würde ich sagen, halt du zuerst rein, ja, bist alles der Gast klar. Hier. Kannst du erst reinhalten. Mach ich. Und ja, dann fange ich mit meinem linken ZOM an. Es ist halt, es ist echt schwer, auch beim Bauen dachte ich mir so. Kommt er vielleicht drauf, kommt er nicht drauf? Da habe ich mich für Origi entschieden. Wer ist das denn? Und rechts habe ich Lanzini genommen. Ah, fuck, daran habe ich gar nicht, Alter. Ich habe Thiago, aber hier den... Origi kann raus, ne? Origi habe ich. Hast du wenigstens die Dings genommen? Hier, die WM? Die WM-Karte. Mann, Alter, ich hätte alles nehmen können, weißt du? Und dachte so, nehme ich einen Dortmund, da kommt er vielleicht drauf und... Weißt du was? Ich werde da direkt den Keeper setzen. Ja, im Aufbauspiel könnte das, glaube ich, gut sein. Oh Mann, das fängt direkt gut an, weißt du, und ich sag noch hier, wenn Timo nicht da ist, wollen wir hier ein paar Siege sehen. Ist gut. Oh, gut, dann nehme ich den Reinmann, Alter. Conny Reinmann kommt direkt hier auf die Position. Reinmann? Ah, der Borussia. Ja. Reinmann kommt rein, bester Mann, Alter. So, Zettelchen ist da, aber ja, auch hier war es nicht so einfach. Ich glaube, ich kriege ein Problem. Okay. Ich starte mit meinem Stürmer. Mhm. Und den wolltest du auch nehmen, das Origi. Okay. Und ZOM lege ich mich ganz weit aus dem Fenster, den hast du nicht. Und damit werde ich, glaube ich, im Nachhinein auch richtig auf die Fresse fallen, JJ Okocha. Nee, ich habe auf jeden Fall Mertens aufgeschrieben, aber dein Origi kannst du rausmachen und kannst direkt so auch einen klar, Torwart Mann, reinstellen. Aber der spielt... Scheiße, Mann! Kannst direkt einen Torwart reinmachen, mein Freund. Kacke, ey, hast du den mal gespielt? Ich finde den richtig stark, den Typ. Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber ich habe die Werte gesehen und dachte so, oh, der sieht schon ganz okay aus. Ganz, ne? Cremig, der Typ, ja. Ja. Ich werde auch, glaube ich, deinen da reinpacken, da den Reimann. Ja, er muss, ne? Guter Mann. Guter, der Conny. Mann! Okay, Jungs, dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Bei Steini war es halt richtig dreckig, muss ich sagen, Digga. Wie kannst du vorne deine zwei Spieler so absichern, dass ich jetzt hier nicht mehr weiß, was ich zu nehmen habe? Aber ich würde sagen, beginn du halt rein und ich lock ein hier. Ich glaube, ich bin viel, viel zu low reingegangen. Ich halt rein. Okay. Also, ich fange mal mit meinem letzten ZOM hier an. Muss ich nur gerade gucken, wo der gute Mann hier rumlungert im Verein. Weil, du wirst ihn kennen, er heißt Okocha. Du Dreckig, Alter, ich hab die ganze Zeit überlegt, scheiße. Bin echt mal gespannt, wie der sich spielt, ne? So, noch gar nicht angezockt. Dann habe ich links im ZDM Vidal. Und rechts im ZDM habe ich João Mario. Was? Ach, der ist ja nach Dings gewechselt, nach West Ham. Genau. Scheiße. Wants to watch. Kacke, Alter. Ich wusste es doch. Ey, da mussten Special-Karten kommen. Scheiße, ich habe Emre Can, Gündogan und Pereira aufgeschrieben. Wichtig, Alter. Wichtig. So. Mann. Dann halte ich rein hier. Bei dir war es halt echt assi schwer. Also ich habe irgendwas jetzt aufgeschrieben. Ja, bei meinem Glück war das genau richtig, glaube ich.
Mhm. Ich fange mit dem linken an. Linken mhm. ZM, da gehe ich mit Herrera, mit dieser Footmiss-Karte. Okay. Das okay, das hat sich schon nicht gut angehört. Okay. Ach, wo rennt der denn hier rum, Alter? Ich vergesse den Namen immer hier. Den Mesa von Swansea City, mittig. Und ganz rüber auf der Seite gehe ich mit dem Jutten Dembele. Aha. Also diesen Mesa mit seinem Schnauzer, den habe ich schon mal nett, ja. Aber ich bin da gerade über so ein Video gestolpert im Internet. Der Kanal hieß Der Keller. Und der hatte mal so ein Battleship Wager aufgenommen mit einem guten No-Hand Gaming. Und da standen auch zwei Spieler, die hießen Herrera und Dembele. Die habe ich auch, als Ernst, die habe ich, hab ich auch aufgeschrieben und die können raus. Mann! Ja gut, Steini, also. Ach du Kacke, Alter. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, ne? Ja, vielen Dank. Such dir mal schön zwei Bronzemänner und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei den Außenverteidigern. So, dann kommen wir jetzt zu den Außenverteidigern. Dann würde ich sagen, gut, Steini, halt du wieder rein. Ich hoffe, da ist nichts dabei. Ich habe mir meine Verteidigung hier schon gebaut. Die Frage ist, ob das eintrifft. Ich halt rein. Ich höre bei dir auch. So, genau. Links habe ich stehen Wendell. Und rechts in der Verteidigung steht Zapaleta. Wow! Stellst du echt die Wurst, Alter? Ja, ist okay, oder? Mann, Alaba und Semedo, ey. Woo! Ja, bin ich zufrieden damit und ich halte das Board auch direkt wieder rein hier. Oh, oh, oh. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin also ich bei ja einer mal Position war ich mir so unsicher, dass ich sogar nochmal weggewischt habe. Ich hoffe, es war kein Fehler. Okay. Linker Verteidiger Jordi. Mhm. Und rechts Walker. Komplett falsch. Hätte ich auch nett gehabt. Also ich habe Masuaku und Young aufgeschrieben. Und vorher dachte ich vielleicht Monreal, aber... Ich habe hier den Once-to-Watch sogar. Hier den Once-to-Watch-Walker. Erstbesitzer habe ich nochmal gezogen. Stark. Kostet was bringt was? 130, was Alter, aktuell. Der wird auch, glaube ich, nie in Form kriegen, der Dude. Innenverteidigung und Torwart. Abfahrt. Ja, ich habe aufgeschrieben. Ich habe richtig, richtig mieses Gefühl. Ich auch. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten drei Spielern und... Wir haben gerade echt lang überlegt, ja. Ich würde sagen, dann halt mal rein. Ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, du willst mich verarschen mit deiner João Mario Zabaleta-Seite da. Ich würde sagen, ich fange links an in der Innenverteidigung. Links fange ich an. Aha. Links fange ich an. Und links, hole ich mir jemanden, der würde dir gut gefallen, so ein Naldo. Ah, es ist Stille hier, das gefällt mir gar nicht. Und rechts hole ich mir Winston Reed. Und ins Tor kommt der Ralle. Fährmann, ne? Mhm. Ja. Sag Binder, dass du was hast. Ich dachte, ey, echt, du lachst mich. Mit Reed habe ich nicht gerechnet. Ich habe Lewis dahingestellt. Im Tor Ederson. Sind da schon zwei Brasilianer, ne? Fehlt nur einer. Ja. Ja, das ist Naldo, ne? Bum, bum, Naldo! Ha! Fuck, der war zu offensichtlich. Immerhin, Mann. Ich hab mir echt schwer getan. Ich so, hä, das kann er doch nicht machen. Aber der Vidal, der hat die verraten. Heieieiei, das tat weh, das tat weh. Egal, dann halte ich meinen Zettel rein und... Also, wenn mich jetzt alles täuscht und ich mich jetzt so dämlich angestellt habe, dann muss ich jemanden von dir haben. Ich muss einfach. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du safe... Azepeng aufschreiben wirst. Azpilicueta. Ja. Ja. Deswegen habe ich genommen Inigo. Ich dachte mal, da ist Indigo. Inigo Martinez, die Once-to-Watch-Karte. Mhm. Andere Verteidigerposition habe ich genommen Azepeng. Mhm. Und im Tor habe ich der gute Asenio. Steini, mach alles raus! Ernsthaft? Mach alles raus! Mach alles raus! Azepeng, Martinez, De Ingo und Asenio. Alles raus, mein Freund. Also ich kann dir gerne ein Bild schicken, wenn du es halt glaubst.
Ey, da hätte ich ja alles hinstellen können. Warum habe ich nicht Ramos hingestellt? Ja, da hättest du alles hinstellen können. Deswegen dachte ich ja auch, hä? Ist das hier ein Battleship oder? Timo? Ja, alle. So, Leute, sind wir mal gespannt hier auf Steini, sein Team. Und es sieht, ja. Das ist gut, ne? Also, Steini. Man könnte meinen, ich nehme eine Road to Glory auf hier. Ja. Ich überlege einfach, den Jordi da in der Mitte zu stellen. Oh. Richtig. Torwart, nimm den Ball in der Hand da. Fängt schon gut an, du. Jawohl. Gut gemacht. Ey, schön. Ah. Der pfeift auch Solidarität. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Okay. Scheiße, Alter. Mit Reimann. Ja, baller mal mit Reimann ein. Können wir mal. Ey, ich guck auch eure Videos. Wieso nimmt ihr den nicht? War so klar, dass du den da lang spielst. Ey, die sind null beweglich, ne? Wie Kanister hier. Der kommt überhaupt nicht hinterher hier. Oh, ey, guck mal, wie einfach du durch bist. Oh, der muss aber machen. Ja, hab ich noch hinten noch im Rachen war ich noch. Was ist jetzt los? Was ist das? Hä? Oh, ihr baut aber sein. Ihr werden sie sauer, die Bronzemänner. Oh. Taste, ey, du bist doch schnell, Okocha. Was ist los? Da muss der Chip kommen. Scheiße, da muss die Chancen aber hier nutzen. Oh. Wieder Okocha, ey. Nicht mal Ecke. Viel zu einfach. Stark und dann wieder abprallen. Reimann, Alter, aber wie hält er den bitte? Scheiße, hält er den wieder zur Seite abprallen lassen, der Vogel. Ja, aber wenigstens ist er dran. Also Okocha vorne komplette Chance tot. Problem ist, hier habe ich einen Stark mit Alba und dann habe ich hier wieder den Reimann, den Conny. Das ist aber auch zu einfach. Das ist viel zu einfach da hinten. Ja, aber ich muss dich in Schutz nehmen, Steini. Was, ganz ehrlich, was willst du machen dort hinten? Ich kann da nichts machen. Du kannst nichts machen. Die gehen da nicht mal in Zweikämpfe rein. Die stehen da einfach meilenweit von den Leuten weg. Ich kann hier irgendwie nur Schadensbegrenzung betreiben. Eieiei. Ah, Reimann. Aber dir bringt er die am Mann, die Bälle. Oh je. Oh! Jetzt, ey, wer klärt denn so einen Ball? Da köpft er den Ball einfach nur nach oben. Ey, aber der Okocha, der spielt sich wie, als hätte er ein Kilo Steine hingeladen. Ich möchte doch nur mal ein Dreieck spielen, Reimann. Kriegst du das hin, oder? Abseits. Ich kann kein Dreieck vorne spielen, nichts. Also, Portillo, der ist ja wohl mal richtig, Oh, was macht er denn? Ich kann halt null dran teilnehmen an dem Spiel. Oh Gott, Char. Ist so frustrierend, wenn du nicht teilnehmen kannst an dem Spiel. Es ist so frustrierend. Hab mich eigentlich auch gefreut auf ein Spiel mal wieder seit langem. Ja, ne? Das ist ja. Oh Gott. Oh, Alba. Die laufen aber auch gar nicht nach vorne. Ich weiß nicht, wen ich anspielen soll. Oh, ist aber auch schlecht gespielt hier. Oh, ist mein. Stark. Ich komm sonst nicht durch. Das war jetzt das erste Mal, wo ich durchkam, richtig. Das war mein Pausemann da drin. Steilpass auf den, dann war es halt auch zu spät, ne? Ah, am Ende hat es aber doch noch 1-2 Chance gehabt hier, ne? Es ist das frustrierendste Spiel, was ich jemals machen musste. Glaubst du mir das? Naja, du kannst nichts machen, ganz ehrlich. Also, was willst du machen, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim Abstoßen, aber. Bitter für Steini, wirklich, Digga. Sehr, sehr bitter. So, dann kommen wir jetzt zum Abstoßen. War auch lange her bei uns hier auf dem Kanal, dass wir das mal wieder machen durften. Und ja, 4 Picks hab ich, aber das Problem ist halt auch, ne? Du hast halt auch jetzt viel Bronzespieler halt drin, ne? Also. Ja, ich glaub, das ist wenigstens mal ein Vorteil von den Leuten hier, weil spielerisch kann ich da nicht so viel zu sagen. Oh, ja. Ich nehme mal dein zentralen Mittelfeldspieler. Habe ich nicht getauscht. Ist dieser Mesa. Okay. Dann nehme ich dein ZOM. Reimann.
Wo habe ich noch, ne? Dein Torwart? Gomez? Und ein linker Verteidiger. Habe ich auch nicht gewechselt. Alba. Aber ich bin so zufrieden hier. Und es schreibt alle rein. Schreibt alle rein, Fake. Schreibt alle rein. Interessiert mich hier oben. Interessiert mich hier oben. Wenigstens hat er mal einen verfickten Vorteil, dass ich hier nur Bronze-Kasper drin hatte. Meine Fresse, Mann! Alter. Wo standen sie denn? Mann! Linker Stürmer war Okocha. Rechter ZM war Bachu. Und linker Innenverteidiger war Walker. Wow! Nein, ich wollte linke Stürmer. Ich habe noch überlegt, linker Stürmer oder linker Verteidiger. Nein! Mann, Alter! Boah, mir ging so die Pumpe. Mir ging so die Scheißpumpe. Scheiße. Aber ganz ehrlich, es wäre auch zu viel des Guten gewesen, ne? Hier safe schon. Einen habe ich safe. Einen habe ich safe gerechnet. Einen habe ich ganz safe gerechnet. Scheiße. Was, ich wähle dein Zentralen, dachte so, okay, der hat nicht umgestellt. Dann taste ich mich vor über ZOM. Dachte dann so, scheiße, dann hat er vielleicht einen auf dem Torwart und... Extra die Position genommen. Extra die Position genommen. Oh Mann, Mann. Boah, Mann, wichtig. Ah! Ja, Jungs, okay, dann sind wir hier auf jeden Fall raus. Hat trotzdem mega Bock gemacht, ja. Auch wenn Steini hier dann halt Glück hatte, aber ich denke, du warst genug bestraft, konntest ja im Spiel nicht viel machen. Dann würde ich sagen, feier das wie ein Sieg. Ich feier das wie ein Sieg. Ja, dann haut rein, ciao und guckt die Folge bei Steini, Jungs. Ja. Abchecken, Abfahrt. Ja, wird das anders ablaufen, kann ich mir aber versprechen.